meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen alle Fahrer und Maschinen zeigen, die wir sonst noch hier für Sie mitgebracht haben. Die zweite Maschine, die Sie hier live in unserer Arena sehen, ist die Raupe D51 PXI-24. Gefahren wird sie von Bernd. Hi Bernd! Diese Raupe mit Stufe 4 Motor setzt durch unsere komplett integrierte, intelligente Maschinenkontrolle den höchsten Standard des Marktes. Willi, du bist dran. Zeig uns mal den neuen BA100M-8E0. Dieser Kompaktablader ist schon mit einem Stufe 5 Motor ausgestattet und hat ein Betriebsgewicht von 7,5 Tonnen. Komplett umrandet vom Glas wird Sichtbarkeit und Sicherheit auf Ihrer Baustelle verbessert. Danke, Willi. Und nun, meine Damen und Herren, kommt Lars mit unserem PW148-11 mit einem Pflegeanhänger. Kompakt, kräftig und vielseitig ist er die perfekte, ich betone, die perfekte Maschine für innerstädtische Baustellen oder den Straßenbau. Und nun, meine Damen und Herren, last but not least, Peter. Er kommt mit unserer zweiten Generation von Bagger mit intelligenter Maschinenkontrolle, dem PC210 LCI-11. Los geht's, Peter! Dieser 21-Tonnen-Bagger, meine Damen und Herren, mit intelligenter Maschinenkontrolle ist ein Highlight in unserer Show und natürlich auch auf dem Markt. Und jetzt, wo ich Ihnen alle Maschinisten mit ihren Maschinen vorgestellt habe, können wir auch schon weitermachen mit unserer Live-Show. Lars, bist du so lieb und holst uns einmal den Löffel für den PC210 LCI-11? Danke dir! Ja, ich weiß, so nett ist man auf der Baustelle normalerweise nicht. So viel Show muss sein. Meine Damen und Herren, wie Sie es jetzt hier sehen können, ist der PW148 mit dem Flügelanhänger perfekt, um alles zu bewegen, was Sie auf der Baustelle transportieren müssen. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Highlight am PC210 LCI-11. Sie sehen es hier, Peter demonstriert es. Eine nächste Innovation, der Lenov Variolok. VL210, voll hydraulischer Schnellwechsler mit Elektrowindführung. Damit kann man Anbauwerkzeuge in wenigen Sekunden wechseln, ohne die Kabine verlassen zu müssen. Peter hat uns gezeigt, wie schnell das geht und man sieht, klare Zeitersparnis ist die Folge, um so effizient wie möglich zu arbeiten. Und diese zuverlässige und sichere Option ist nun direkt ab Werk nach Nummer zur Verfügung. So, meine Damen und Herren, und jetzt kommen wir nochmal zu einem wichtigen Detail am PW148. Der kommt jetzt hier um die Ecke gefahren. Und da können Sie sehen, der ist mit einer neuen Joystick-Lenkung ausgestattet. Und mit der, hallo, kann der Maschinist die Maschine sehr präzise bewegen und simultan fahren, steuern und die Anbaugeräte bedienen. Und winken kann er dabei auch. Wir haben ja hier einen wahnsinnigen Netmuck-Mensch untereinander. So, meine Damen und Herren, und jetzt schauen wir nochmal auf den PC210. Diese Maschine ist mit einem Autotill dafür ausgestattet, der es den Maschinisten erlaubt, effizient und genau Böschungen oder Planen herzustellen.
Mit der halbautomatischen Schwenkschaufel ist es nun möglich, den Anstellwinkel zu ändern, ohne die Planhöhe zu durchbrechen. Halbautomatisch, meine Damen und Herren. Sie sehen es hier auf unserem großen Bildschirm oder Sie wissen es schon. Peter hebt geradeaus und bewegt dabei nur den Löffelstiel. Der Ausleger wird automatisch angenommen, sodass ein perfektes Planen entsteht. Da haben wir es nochmal gesehen, hier der Blick in die Kabine. Und so wird gewährleistet, dass man niemals zu tief geschachtelt hat. Vielen Dank, Lars, für die Hilfe hier an der Stelle. Mit dem Fliegelanhänger kannst du wunderbar alles abtransportieren. So, meine Damen und Herren, Peter hat das hier wunderbar demonstriert und zieht das hier jetzt noch einmal wunderbar durch und er kann jetzt auch runterkommen, denn für uns, meine Damen und Herren, ist es Zeit, Ihnen nochmal den GA100 zu zeigen. Denn er ist viel mehr als nur ein Radlader, der kompakter wie ein Tomat ist. Er ist leicht zu bedienen, schnell und wendig. Hier kommt er auch schon, meine Damen und Herren. Ich habe ja gesagt, er ist viel mehr als das. Er ist nämlich auch eine starke Maschine für den Umschlag. Schwere Lasten schafft er ohne Probleme. Bis zu mehr als 2 Tonnen. Willi, zeigst du uns das mal? Meine Damen und Herren, so eine starke Maschine zu haben. Danke, Willi. Und jetzt kommt Lars noch einmal zu uns auf die Bühne, denn ich will Ihnen auch noch ein paar interessante Dinge am PWA 148 zeigen. Und während ich auf Lars warte, Bernd, es ist nicht so wirklich ordentlich da vorne. Könntest du vielleicht da vorne mal hinkommen und das mal wieder ein bisschen gerade ziehen? Das sieht irgendwie echt nicht so schön aus. Meine Damen und Herren, haben Sie das Geräusch gehört? Bernd hat die Schildautomatik aktiviert. Und das heißt, dass die Raupen von jetzt ab die Schildbewegung koordiniert. Egal, ob Bernd vorwärts führt oder rückwärts, das Schild bleibt immer auf derselben Höhe. Und das wird schneller, genauer und natürlich auch komfortabler zu arbeiten, meine Damen und Herren. Sehr schön. Vielen Dank, Bernd, dass du die Mühe mal ein bisschen Ordnung für uns schaffst. Das ist nicht gut, das Plan. So, Lars ist auf der Bühne. Ich komme mal zum PW148-11, meine Damen und Herren. Ich komme auch nochmal. Du bringst uns mal bitte gerade den AdBlue-Kanister. Und, meine Damen und Herren, Lars hat ja alles schon so super vorbereitet. Die Maschine, die hat nämlich einmal eine Riesenbox, in der man alles Mögliche unterbringen kann. Und nur durch einfaches Öffnen der Klappen und Herausziehen der Arbeitsplattform, die ist normalerweise immer, genau. Normalerweise geht die immer wie Butter raus, unsere Arbeitsplattform hier. Und über die, sie ist sehr hoch. Wir haben in der Kabine den gleichen großen Bildschirm, die gleiche Genauigkeit, die gleiche einfache Bedienung
die gleichen Merkmale der Maschinenkontrolle die Funktionen für den Maschinisten übernimmt. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir hier die beiden Maschinen so schön nebeneinander platziert. Ich erkläre Ihnen ganz kurz unseren Plan. Bevor wir die Show gestartet haben, haben wir hier eine Box mit Geschenken verladen. Und jetzt werden Peter und Bernd zusammen nach dieser Schatzkiste. Ich wollte mich die beiden lassen. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt ihr auch arbeiten. Ja? Wir werfen mal einen Blick rein. Ja. Und, oh, meine Damen und Herren, Cappies, und ich glaube, die sind für Sie. Das hilft uns einmal ein bisschen beim Verteilen. Kinder gehen natürlich vor, meine Damen und Herren. Das war unsere Kummer zur Demo-Show. Für jetzt, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich natürlich auch ganz, ganz herzlich bei unseren Maschinisten, die hier wirklich einen super Job machen. Einen Riesenapplaus bitte an der Stelle, meine Damen und Herren, für Willy, Lars, Bernd und Peter. Großartig gemacht. Die verabschieden sich natürlich auch von Ihnen. Sie sind jetzt ganz herzlich eingeladen, nochmal einen Blick in unseren Stand in der Halle, auf unseren Stand in der Halle zu werfen. Dort haben wir weitere interessante Technologien für Sie. Kommen Sie gerne vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Vielen Dank und genießen Sie die Baumarkt. Nichts mehr sieht. Die Frontscheibe ist verdeckt. Aber hey, was soll's? Dank intelligenter Maschinenkontrolle ist es überhaupt kein Problem. Diese nutzen Sie jetzt, also die intelligente Maschinenkontrolle, um den Boden auf den vergrabenen Kisten abwechselnd Stück für Stück abzutragen. Dafür nutzen Sie die Knöpfe in Ihren Joysticks. Und irgendwann sind Sie dann bei 0 angekommen und da finden Sie dann unsere Boxen.